Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, ich habe mich einmal kurz offscreen nach New Atlantis begeben und habe jetzt hier mal ein klein wenig eingekauft. Zweimal habe ich jetzt seinen gesamten Bestand hier einmal rausgekauft von dem ganzen Hilfsmittelzeug, was wir jetzt hier mal sozusagen ein bisschen in die Forschung stecken, weil es fehlt eigentlich nur noch Forschung. Gewürze haben wir jetzt nicht so wirklich gekriegt. Müsste mal wirklich nochmal schauen, wo ich am besten Gewürze herkriege. Wir könnten hier mal ein bisschen dekorieren, oder? Ja, noch nicht, noch nicht. Noch ist das Update nicht da, Barrett. Noch ist das Update nicht da. Dann können wir auch hier besser dekorieren. So. Aber jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe jetzt einfach nochmal alles von der Liste rausgekauft. Mal gucken, ob wir da nicht nochmal so das eine oder andere haben. Ach so, halt, wir müssen ja hier zur Kombüse. Das heißt, wir müssen ja einmal hier hin zum Forschungstablet. Jetzt gehe ich einmal auf Hilfe und suche mir... Jetzt haben wir ja so viel. Da haben wir es. Neuerer Jack. Und probieren mal jetzt hier die Gastronomie soweit fertig zu kriegen. Oh, was fehlt denn hier jetzt noch? Hier fehlen nur noch rein die Gewürze. Okay. Ja gut. Hatten wir somit keine. Hier haben wir nochmal einen Sunray. Der fehlte noch. Wunderbar. Haben wir das nächste Getränk freigeschaltet. Dann trinke Gewicklung Stufe 3. Ich habe auch kein Wasser. Ich habe auch kein Wasser. Also, aber Milchprodukte habe ich auf jeden Fall. Oh, Gewürz ist gleich abgeschlossen. Nährstoff haben wir auch da. Fasern habe ich natürlich auch da. Kaffee habe ich natürlich auch da. Aber Wasser habe ich nicht. Gut, Wasser ist jetzt nicht wirklich schwer. Und hierfür fehlt noch Gewürz. Ist jetzt nicht. Ich meine, das waren Pflanzen, die wir abscannen müssen. Jetzt könnten wir halt nochmal gucken, dass wir jetzt nochmal Wasser besorgen. Wasser ist jetzt nicht so schwierig. Einfach einen Planet raussuchen mit Wasser, aber was die Fauna angeht, bin mir jetzt nicht sicher, irgendwo gab es Fauna, wo wir das Ganze auch herkriegen. Können wir das vielleicht hier auch schon direkt in New Atlantis kriegen? Gut, ich mache mir mal kurz leer. Wir gehen hier mal ein bisschen kurz... Da fühle ich mich lebendig. Ich weiß halt nicht, welche Planeten das jetzt genau waren. Ich habe mir das nie gemerkt. Wird auf jeden Fall noch am Planeten geben, ja, aber... So, jetzt packen wir erstmal das weg, was ich jetzt hier nicht brauche. Birnen, ich habe ja hier ordentlich was mit eingekauft. Butter. Damit wir dann halt auch wirklich das Universum hier gut wegpacken. Jetzt habe ich auch wieder die Chunks gekauft. Müsli. Oh, jetzt habe ich einen Frostwolf weggemacht. Nicht so schlimm. Hühnchen... Joghurt, Karotte, Kartoffel, Kiefer, Käse, Limette, Medipack nicht. Milch, Milch, Trinkpack, Neura nicht. Orange, Pfirsich, Pflaume, Rahmen, Essenspack, Häppchen. Oh, ganz schön viele Linsen, Roggen, Spaghetti, Weizen, Weiß. Oh, Alter. Essen, also ganz ehrlich, wer auf diesem Schiff... in diesem Universum verhungert, weiß ich auch nicht. Der macht irgendwas verkehrt. So, ja, wir haben Sprudelwasser, das zählt aber nicht als Wasser, sondern wir brauchen halt die andere Wasserressource. Ja gut. Das ist wieder Kaffee, Espresso, Tofu, Tomate. Die behalte ich nochmal, die geben mir halt 3% EP, Trauben, Udon, Verbände, auch nochmal viereckige Pizza. Wassertrinkpack zählt also auch nicht. Okay, gut. Zwiebeln. Wir haben auch noch 10 OT, ne? Wir müssen dann mal langsam gucken, dass ich hier mal ein paar vielleicht doch nochmal erstmal ablege. Davon jetzt 35 kommen, dann lege ich hier nochmal ein paar weg. Weil sonst wird das doch ein bisschen viel vom Gewicht her. Ich kann mir ja dann immer noch ein paar rausnehmen. Ich habe hier einmal meinen 10 OT, der 3% gibt.
Und wir haben halt einmal Classic 35 Mal auch nochmal gut was gibt. Also es sollte reichen. So, und wir hatten ja jetzt hier auch Wasser, ne? Also, ja genau, wir haben hier jetzt auch Wasser. Das heißt, wir können ja jetzt mal kurz gucken. Wir gehen jetzt mal zum Wissenschaftsaußenposten einfach mal rüber. Gucken mal, dass wir Wasser finden. Ich würde sagen so 10, naja, sagen wir mal 20 Wasser können wir uns mal holen. Das sollte nicht das Problem sein. Landeplatz ist frei. Landefreigabe. Ach, jetzt bin ich aufgestanden, ne? Das war verkehrt. Und mal gucken, ob wir hier vielleicht von den Büschen und ähnliches Gewürze kriegen. Vielleicht ist das ja jetzt schon eigentlich der beste Punkt. Weil wir brauchen halt Gewürze. Manche Menschen sehen das Leben als heikles, sich abmühendes Ding. Dabei ist das Leben eine der stärksten Gewalten überhaupt. Ah. So, da haben wir schon mal das erste Buschelzweig. Metabolikum, ne, hier hätten wir auch schon mal Wasser. Da sind schon mal ersten drei Wasser drin. Da haben wir nur Nährstoff dran. Gut, Nährstoff kann ich auch gebrauchen, ist nicht so schlimm. Haben wir hier nochmal Wasser gefunden. Auch an den Dingern ist nur Nährstoff dran. Ah, scannen wir jetzt einfach mal ein bisschen was durch. Das ist ein Toxin. Toxin kann ich nicht gebrauchen. Fasern, ja, kann ich gebrauchen, auch zum Kochen. Ja, nochmal Toxin. Doch, New Atlantis hat ja eigentlich von der Fauna und Flora ordentlich was da. Nochmal ein Toxin. Das hört sich hier. Achso, da, jagend. Ich hab mich schon gewundert, was das ist. Das wird kein Problem. Was mich da rot anguckt. Das Abenteuer geht weiter. Hab ich nicht geguckt, was wir jetzt eigentlich von dem gekriegt haben. So. Was war das? Nährstoff. Legt euch nicht mit mir an. Nur Nährstoff. Auch nicht das, was ich suche. Ja, okay, auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Na komm. Hau doch nicht ab. So, und von dir kriegten wir auch nur Membran. Gut, Membranen waren ja auch okay, aber ist halt auch nicht das, was ich suche. Vögelchen, wolltest du denn hin? So, Barrett, kannst du tot schießen? Meine Augen brennen! Du sollst ja auch nicht die Augen von dem ansetzen? Und hol's dir. Muss ich jetzt wirklich den Laser ablegen? So, Gen-Material und Struktur. Auch nicht das, was ich suche. Polymer auch nicht. So, und hier hatten wir auch nur noch Nährstoff. Na, Toxine kann ich jetzt auch nicht gebrauchen. Chlor können wir nochmal mitnehmen. Wenn wir die Viecher... Was hast du eigentlich bei? Kosmetik auch nicht richtig. Nee, scheint hier alles nicht richtig zu sein. Klar, die können nochmal ein bisschen mehr droppen, wenn wir sie fertig geforscht haben. Wäre jetzt auch nicht das Problem. Das ist auch nur ein Nährstoff. Aber wir bräuchten halt eher Gewürze.
könnten uns das ja eigentlich einfach machen. Den da hinten treffe ich natürlich so nicht. Der haut jetzt auch easy going ab. Aber gut, wir haben ja hier Alien-Wiederbelebung, Elementarsog, Erdverbundenheit, Lebenskraftentzug. Ich müsste jetzt nur wissen, wie das nochmal hieß. Genau, ewige Ernte. Bereits verblüht ist, soll ein Neuerblühen und darauf warten, geerntet zu werden. Damit könnte man dann nämlich auch nochmal ein bisschen schummeln. Aber damit nicht. Damit konnten wir jetzt nicht schummeln. So, laser ich dich mal kurz. Jetzt schon bis Level 5, was willst du machen? Ich sagte, oh, nee, das wollte ich nicht. Das hört sich hier an. Wenn hier Paarungstanz ist. Waldberge. Gibt nur Nährstoff, ne? Einstellung friedlich. Kosmetikum. Gibt auch nur Fasern. Reproduktion selbst knurrend. Nee. Hier werden wir wohl wahrscheinlich nicht wirklich fündig. Müssten halt irgendwo anders gucken. Vielleicht irgendwo mal noch einen anderen Wasserplaneten suchen. Ressourcen haben wir jetzt schon mal so weit durch. Könnten natürlich jetzt hier auch noch den Rest komplett versuchen durchzuziehen. Nährstoff. Aber irgendwann müssen wir so oder so wechseln. Wie sieht es bei dir hier aus? Oh, guck mal, hier ist sogar nochmal Wasser. Sehr schön. Ah, Fasern. Auch nicht richtig. Auch nicht richtig. Ja klar, Fasern sind jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, wir können ja gegen Ende können wir ja nochmal die ganzen Ressourcen gegen EP eintauschen. Die wir dann da irgendwie noch haben. Und da ist ja jede Ressource dann sowieso nochmal okay. Gerade jetzt, wo wir halt auch Koch haben, sind wir auch in der Lage, dann halt auch alles zu verkochen, wenn wir dann genug Nährstoff und Co. haben. Aber ich glaube, hier werden wir nicht so wirklich fündig. Ich glaube, hier werden wir nicht so richtig fündig. Ich weiß, was wir brauchen. Hab ich mich jetzt erschrocken? Mehr von mir. Ja, ja, mehr von dir. So, nochmal den durchscannen. Ja, Autschi. Hinten ist noch ein Blümchen. Gibt aber halt auch nur Nährstoff. Ich glaube, hier werde ich in der Savanne hier. Oder ja, Berge sind wir ja jetzt gegangen. Werde ich leider nicht so fündig. Nächstes Nährstöffchen. Wir könnten das ja vielleicht mal mit so Scan-Aufträgen machen, ne? Ich glaube, das wäre sogar noch mal ein bisschen schlauer. Ja, jetzt haben wir jetzt hier schon 3 von der Flora soweit fertig. 4, 5 dürften es vielleicht noch werden. Könnte halt auch eine Kreatur sein, die Gewürze droppt, ne? Ach, der super seltene Hauerfrosch, ja, ja.
Auch nur Toxine. Nee. Wir kommen hier nur an Toxin. Wollen die Korallenkämpfer hier gegen mich antreten? Na dann kommt. Ha? Euch jag ich doch ganz schnell weg. Gib nochmal ein paar Nährstoffe. Ich mag die Schrot. So, ne, haben wir auch schon fertig. Wo sind Sie hin? Wo sind... Ach so, die kleinen Viecher. Stimmt, die ganz kleinen Viecher. Die wir jetzt auch getroffen. Will vielleicht noch jemand? Für ein bisschen mehr Kosmetikum, ja. So, jetzt habe ich dich. Auch nicht richtig. Okay, das hat wehgetan. Entschuldigung, Barrett. Bitte. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Nee, erwischen tue ich den nicht mehr. Man halt auch gut leveln, ne? So, Pigments. Euch halt Gewürz. Na, bringen wir es zu Ende. Aber hier werde ich keine Gewürze finden. Gut, dann gucken wir mal. Gehen wir mal kurz zurück. Wie gesagt, ich bräuchte halt eher Gewürze, bevor wir jetzt hier in die letzte Quest reingehen und sagen dann, okay, wir haben jetzt die letzte Quest. Und können dann sagen, okay, wir machen jetzt weiter. Während eines Kampfes kann ich nicht schnell reisen. Ich kann's verstehen. Sieh uns doch mal an. Stimmt, ich sehe ja noch nicht mal, wo der Gegner ist. Hm. Aber er verliert uns langsam. Jetzt müssen wir auch schnell reisen können. So, einmal kurz wieder zurück nach Jaffa. Dann gehen wir da mal kurz an ans Terminal. Während eines Kampfes kann ich nicht schnell reisen. Ich bin auch gar nicht mehr im Kampf. Wer erzählt sowas? Haben wir ja auch nur einen roten nur noch hier vorne. Der sich hier hinten irgendwo verpieselt hat, 10 Kilometer. Ist es wegen dir? Dann ist jetzt Ruhe, hoffe ich. So. Hoffe ich mal. Dürfte ich mich auch nicht mehr im Kampf befinden, oder? Ja, jetzt sind wir... Jetzt ist richtig. Hey, willst du das haben? So, und vom Schiff haben wir ja sowieso keinen Kampf zu befürchten. Das heißt, jetzt darf ich endlich. So, dann gucken wir mal, dass wir irgendwelche Scan-Aufträge annehmen. Problem ist, naja gut, uns wird Wasser nicht gleich vorgeschlagen. Wie gesagt, Gewürze. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt doch keinen Händler so richtig gefunden, der Gewürze hatte. Willst du das haben? Deswegen so, ein bisschen schwierig. Lass mich raten, ich hatte hier nur ein Terminal hingestellt. Ich habe nur die Auftragsbörse in klein aufgestellt. Gut, dann machen wir es mal anders. Zack. Ach ja, ich kann ja das Amilar jetzt hier noch hinbauen. Nee, das Amilar wollen wir jetzt nicht hier hinbauen. Wo ist es denn? Gebäude, Herstellung, Verteidigung, Roboter, Möbel, Eco, Anzeigen, sonstiges. Da. Gut. Weil das für die Constellation, das könnte doch helfen. So, mal sehen, vielleicht steht ja hier schon irgendwas drinne. Wir suchen erfahrene Entdecker zur Analyse von Mahueo 4B im System Maheo.
Die Zahlung erfolgt automatisch direkt auf dein Konto, nachdem man hier umfassend analysiert wurde. Steht leider nicht so Orte. Gasquelle. Zähflüssige unterirdische Meere im System Mauet. Warum gibt denn das eigentlich so viel Belohnung? Gut, das hier gibt relativ wenig. Nehmen wir erstmal das hier. Deinen aktuellen Fortschritt bei der Planetenanalyse erfährst du in der Infokarte des Planeten. Ja, das kennen wir doch schon. Dass er mir immer noch das Tutorial gibt. Level 109 und ich habe immer noch das Tutorial vor Augen. Schlimm. So. Ne, das ist Matteo 1. Liegen wir erstmal schon mal dahin. Das ist aber irgendein Mond. Das müsste jetzt irgendeine B-Variante sein. Schaltet sie aus. Ekliptik. Okay. Der Grafantrieb ist tot. Danke für die kostenlosen Schiffsteile. Das war mir doch ein bisschen zu aufregend. Du gehörst zu den Freestar Rangern, oder? Mit euch ist der Weltraum immer ein bisschen sicherer. Können wir uns revanchieren? Nein, danke, das passt schon. Sehr nobel von dir. Ich kann nicht den ganzen Tag plaudern. Dann düse los. So. Moment, habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, er hatte noch. Ich habe ja immer noch das Casting mit den Strikers drin. Hier, so. Jetzt habe ich auch das richtige Questchen. Da ist auch B. Jetzt brauche ich B nicht suchen. Okay, da haben wir ja fast gar nichts. Aber wir haben Wasser. Wasser brauchen wir eh. Da wir ja doch ein paar mehr Questen annehmen sollen. Das sind ja jetzt ja nur Ressourcen, die wir da haben. Wollt ihr wieder wegen der Gelbank? Ja, ja, meine letzten Worte sind, leck mich am Hintern. Hoppala. Ihr wollt mir nur Bonus-Epi schenken. Heute treffe ich aber häufig auf Ekliptik. Ihr Grafantrieb ist tot. Das arme kleine Schiff hat keine Schilde mehr. Oh, das arme kleine Schiff hat gar nichts mehr. So, einmal nochmal ein paar Credits mitgenommen. Na gut, dann machen wir hier jetzt nochmal schnell den Auftrag. Gucken wir mal, dass wir irgendwo landen, wo schön Wasser ist. Da sieht gut aus. Den Rest sollten wir ja ganz gut hinkriegen. Hauptsache es gibt Wasser. Ja, ist glaube ich sowieso die erste Quest wahrscheinlich. Nicht gerade das perfekte Urlaubsziel, aber ich kann damit leben. Das ist gut. Und wir haben hier in der Nähe nichts. Natürlich auch gut. Wir haben gar nichts. Okay. Da ist mein Klops. Ja, ein Klops Wasser. Da hätten wir dann schon mal das Argon und jetzt würde nur noch die eine einzige Ressource fehlen hier. Und gut, wie gesagt, Wasser kriegen wir ja dann nochmal mit. Gar nichts hier. Da hinten haben wir eine Höhle. Wir hätten mal zur Höhle direkt gehen können. Aber ansonsten
War nichts hier. Nicht mal kleine Wasserkristalle. Da hinten soll noch irgendein Outposten oder so sein. Gebäude. Aber ich denke, mit der Höhle könnten wir das dann hier auch easy abschließen. Sollte nicht das Problem sein. Da müsste ich mal bis zur nächsten Folge nochmal kurz die Händler durchgucken. Vielleicht verkauft auch irgendjemand einfach ein paar Gewürze. Wo ich es halt einfach nur noch nicht realisiert habe. Könnte ich mir immer ganz gut bei der Handelsaufsicht vorstellen. Weil die handeln mit allem, wenn man Glück hat. Aber wenigstens haben wir gleich genug Wasser. Und der Planet, oder eher gesagt, der Mond hat fast keine Schwerkraft. Somit ist es ganz angenehm, hier durch die Gegend zu flitzen. Und sich mal eine Höhle zu krallen. Und auch sonst eigentlich auch mal im Jaffa-System prinzipiell mal durchgucken. Bisschen was durchscannen und so. Schade, dass man die Scan-Orte dann halt auch immer wieder verliert. Gehen wir mal kurz rein hier. Ich habe das Gefühl, dass wir hier das Richtige finden. Das, was uns auf jeden Fall noch fehlt. Okay, ist Plutonium, nehme ich jetzt auch mit. Jetzt nicht das, was ich jetzt direkt gesucht habe. Nickel eigentlich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, willst du es nicht hergeben? Du nimmst aber trotzdem mit. War ich nicht. War ich auch nicht. Die wollen nicht, dass ich hier klau. Auch nur Nickel. Habe ich mit dieser Höhle einfach nur Pech? Scheint so. Hm. Mal sehen, was rauskommt, wenn wir Barrett scannen. Na, da hinten ist auch nur Plutonium. Nee, wir kommen also nicht richtig. Jedes Mal sieht es so aus, als wenn hier irgendwelche Lebewesen drin leben sollten, aber irgendwie... Ja, man sieht hier nichts in der Richtung. Hä? Okay. Ja gut, dann gucken wir mal. Den Auftrag möchte ich ja schon noch gerne abschließen hier. Da ist mit der Höhle, hatte ich natürlich kein Glück. Können wir da hinten nochmal zum Gebäude durchlaufen? Da haben wir damit ein bisschen Glück. Den Weg was zu finden. Aber ansonsten... sehe ich jetzt hier nichts. Ich kann mal kurz das Licht wieder ausmachen. Sonst hätten wir da hinten noch was. Na, wer rennt da hin? Ein Kolonist. Ein Hangbunker haben wir hier gefunden. Reddits hier oben können wir ja trotzdem nochmal wegnehmen. Aber ich suche eigentlich das letzte bisschen, was ich suche, ne? So. Haben wir, wie gesagt, nochmal ein bisschen mehr Wasser mit. Haben wir auch ein paar Membranen gekriegt, also. Zur Not können wir destilliertes Wasser machen. Und daraus auch wieder was kochen.
Wobei Wasser eigentlich durch Außenposten, denke ich mal, deutlich angenehmer sein sollte. Was wir auch im nächsten Universum dann auch mal angehen mit Produktion wieder. Erst halt auf Schiff und danach dann halt Produktion machen. Und uns dann eine EP-Farm mal versuchen zu bauen. Mal sehen, ob das hinhaut. Sollte aber eigentlich ganz gut klappen. Einmal so eine EP-Farm mal aufbauen. Aber jetzt nicht durch Kreaturen, sondern einfach nur durch Crafting und dementsprechend kochen. Weil mit Wasser kann man ja eigentlich schon viel anfangen. Bräuchte man dann halt nur noch andere Sachen. Mal gucken. So, aber jetzt hier ab zum nächsten Natürlichen. Weil, wie gesagt, eins fehlt noch. Eine Ressource. Das Schlimme ist, man kann sich ja vor dem Planeten nicht ausgucken, welchen man da jetzt ernten geht. Und das sieht so aus, als hätte ich sie direkt vor der Tür. Nee. Wäre ja auch jetzt zu einfach gewesen. Was haben wir denn hier? Ah, eine Drahtspule. Ja, hier wäre eigentlich nochmal ganz cool, wenn hier jetzt nochmal irgendwelche Viecher warten auf dich oder so. Solche Höhlen haben wir halt so häufig. Die sehen so ein bisschen manchmal so ein bisschen leblos und lieblos aus. Aber ich habe hier nichts in der Nähe. Rein gar nichts. Ja, da unten ist nochmal Wasser. Nehmen wir nochmal Wasser mit. Ja, Argon haben wir ja schon. Das Neon, das fehlt. Da ist es doch. Hab's gefunden. Okay, das war jetzt Luck. Das war jetzt Luck. So, einmal zu 100% abgeschlossen. Gut. Wie schwer sind wir? Sind noch nicht so schwer. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ja, nochmal kurz zurückgehen. Gut, ich bringe mich mal erstmal nach Jaffa und dann könnte ich nochmal von dort aus durchscannen. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht nicht da irgendwo was haben. Was wir hier jetzt mal nehmen können. Wir können ja jetzt, wenn wir jetzt hier sind, sowieso alles einmal durchscannen. So, Fauna keine. Ja, gut, das ist schon mal schlecht. Hat soweit auch nichts. Der sowieso nicht. Hier können wir auch nochmal durchscannen. Der hat da auch nichts. Das waren nur die Großplaneten hier, ne? Marginal 5 und 4. Könnten wir mal hier hinreisen. Einfach mal kurz durchgucken. Warum gucken meine Geschütze nach oben? Werde ich von oben angegriffen? Macht doch sowas nicht. So. Ich möchte aber gerne landen. Fahrwerk bereit. Runter mit uns. So. Gut, dann würde ich aber sagen, mache ich erstmal nochmal ganz fix das Inventar hier einmal leer. Muss ich aber mich hier vor der Fauna auch ein bisschen in Acht nehmen. Vielleicht haben wir ja hier jetzt nochmal die Möglichkeit, Gewürze zu finden. Schauen wir mal. So, dann räumen wir uns jetzt hier einmal kurz fix leer und schauen mal, dass wir dann jetzt nochmal gucken, dass wir uns ein klein wenig mehr Gewürze finden.
So, hier haben wir noch einen Rip Shark, das kann auch nochmal weg. Ansonsten passt das wieder. Gut. Gelandet sind wir schon. Also einmal Attacke. Mal gucken, was du mir so Schönes gibst hier. Halluzinogen, Toxin. Nee, ist auch nicht das Richtige. Ne, müssen wir mal gucken. Der ist auch noch Jagd. Oh. Hab mich noch nicht an die Schwerkraft gewöhnt hier. Was hast du Schönes? Stimulanzen, Strukturen. Was kannst du hier mir Schönes bieten? Fasern, auch nicht richtig. Na gut, Uran kann ich jetzt nochmal mitnehmen. Ist ja eigentlich nicht das, was ich suche. Dichtungsmittel ist auch nicht ganz richtig. So, euch mache ich mal auf die schnelle Weise weg. Der ist sogar Level 50. Der wollte sich anschleichen. Aber wie gesagt, ihr seid nicht die Richtigen. Gut, hier haben wir nochmal Iridium. Da vorne haben wir noch eine Pflanze. Das könnte ich nochmal mitnehmen. Das ist sowieso was Seltenes. Genauso wie das hier. Wir kriegen immer nur Toxine ohne Ende. So. Geil aus, ne? Darf ich die als Haustiere halten? Später. Bestimmt mal. So, da hat er jetzt auch noch Pigmente bei. Haben wir jetzt hier noch irgendwo was oder nicht? Okay. Im Stehen gestorben, so wie es aussah. So, Wasser nehme ich auch nochmal mit. Fasern, Halluzinogen. Beim Fressen gestorben. Hm, das ist natürlich noch angenehmer, ne? So, Faser, ja, wissen wir ja schon. Erstmal, dass wir mal wieder richtig Chlor haben hier. Na komm, die scanne ich jetzt einfach nochmal mit. Weil wir es können. Aber das sieht hier auch nicht so gut aus. Hier würde ich sogar stehlen. Oh, oh, oh. Komm, das Iridium nehmen wir nochmal mit. Genau das wie das Veranium hier. Chlor haben wir auch nochmal da. Nehmen wir auch mit. Ist aber bis jetzt hier auch nichts so wirklich, ne? Dichtungsmittel. Nein, wir hatten irgendwo mal Planeten gefunden. Ist halt schon ewig und drei Tage her. Wo das halt in Scharen war. Industrieaußenposten, der hilft mir jetzt natürlich auch nicht. Da ist noch was ich noch nicht gescannt habe. Nimm was doch eiskalt mit, dann haben wir die Ressourcen schon mal durch. Na gut, ich kann nochmal. Na, den Baum hatten wir auch schon. Also wir hatten hier jetzt nur zwei von dem Flora. Und auch die Fauna ist jetzt nicht das, was ich hier suche. Gut, dann gucken wir mal, ob wir nicht hier nochmal was anderes finden. Wir sind jetzt hier gelandet vulkanisch. Gucken wir mal im Wald nach. Vielleicht haben wir im Wald ein bisschen mehr Glück. Wald,
könnten ja auch irgendwo ein paar Gewürze am Baum hängen. Ich meine, ich bin der Meinung, es gab Kreaturen und es gab Pflanzen. Los, find das so mal auf die Schnelle, ne? Na gut, das ist Ressource Gift, das ist sowieso schon mal wieder verkehrt. Berauschend, oder? Als erster Mensch diese Dinge zu scannen. Ja. Ich hoffe, ihr greift mich jetzt nicht an hier. Noch mehr Gift. Gift brauche ich aber nicht. Die hatte ich noch gar nicht. Nährstoff. Auch nicht richtig. Oh. Da oben ist noch so eine Hafer. Ne, das ist auch nur eine Rebe. Auch nicht richtig. Moment, ich hatte jetzt bei den Kreaturen gar nicht vorhin geguckt, ob die überhaupt das beinhalten können. Defensiv. So, erstmal schön ein bisschen Explo rein und dann passt das. Was zum? So, das nehmen wir nochmal mit. Das nehmen wir auch mit. Die sind hier einfach nur ein bisschen grünlich. Nee, auch nicht. Gesundheit. Seid auch nicht das Richtige. Und du gibst halt nur Nährstoff. Scheinen aber doch ein bisschen seltenere Pflanzen zu sein, wa? Ich hab mir das jetzt wohl wahrscheinlich doch ein bisschen zu leicht vorgestellt. Hauptsache, du gehst da nochmal hin. Okay, wenn ich die in die Animation töte, dann bleiben sie sogar eiskalt stehen. Ist auch schlecht. Schlecht für die. So, den haben wir auch fertig. Hier haben wir noch was anderes. Terra-Wurzel. Meter, nee. Das wäre jetzt Nummer 4. Und Nummer 4 sagt auch nee. Gut, das heißt, hier habe ich jetzt soweit alles halbwegs mal durchgeguckt. Marginal. Wir könnten auch hier nochmal gucken. Gehen wir mal zum zivilen Außenposten. Vielleicht muss die Umgebungstemperatur auch dementsprechend sein. Willst du das haben? Wäre auch eine Möglichkeit. Landen wir jetzt einfach mal beim zivilen Außenposten. Schauen wir mal. Landestelle fixiert. Runter mit uns. So, dann wollen wir mal raus hier. Und mal gucken, was wir hier so Schönes finden. Mal Gold. Ja, Flur ist auch klar. Da ist der zivile Außenposten. Holen wir mal kurz das Viechchen runter. Meter, wieder Meter. Immer geht's nach der Meter. So, was haben wir hier? Struktur, auch verkehrt. Auch verkehrt. Hier haben wir noch eine Schlammwurzel. Alle nur Meter. Struktur. Da krabbeln tun die ja hier schon mal auf jeden Membran haben die.
ist wieder so ein Planet mit unsichtbaren Krabben. Dichtungsmittel, auch nicht richtig. Auch nur bis jetzt. Na gut, da ist die dritte Pflanze, die hatten wir auch schon, ne? Nee. Nährstoff, auch nicht richtig. Gut, Pflanzen sind passé. Tada! Oh, 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 den habe ich ja gar nicht, den anderen habe ich nicht kommen sehen. Sind aber auch riesige Viecher. Unsichtbar und riesig. Aber halt auch nicht das, was ich suche. Ja, wie gesagt, mit dem Nährstoff können wir ja wenigstens noch was anfangen hier. Da haben wir nochmal Blei. Ich darf auch gerade nicht zum Außenposten hin, ne? Die Richtung muss ich. Aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch irgendwie noch was anderes finden werde. Zumal ich finde auch immer nur Legi-Kreaturen hier. So. Aber ob unsichtbar oder nicht. Oh, ist das eigentlich egal. Na gut, gucken wir mal kurz hier bei dem Außenposten hier, beim zivilen Außenposten vorbei. Aber ich glaube auch nicht, dass wir da irgendwas Anständiges finden. Wie gesagt, es ist ja größtenteils nur noch das Gewürz, was fehlt. Und ich würde das gerne hier in diesem Universum auch abspielen und sagen so, jo, wir sind hier fertig. Wir haben das Ziel mit dem Kochen erreicht. Können wir hier nochmal gucken, ob hier vielleicht irgendjemand was verkauft? Hm, vielleicht eine größere Unterkunft. Oder einfach ein größeres Zimmer. Diesen Monat gibt es Rabatt. Glaub ich. Um den Warenverkauf... Glaubst du? Hm. Ah, ich freue mich schon, wenn es Fahrzeuge gibt. Dass wir da nochmal was machen können mit... Sag Bescheid, wenn du... Wir verkaufen den besten Schutz weit und breit. Reparieren alles selbst. Und was hast du zu verkaufen? Normalerweise erkennen wir an deinen Waren, wo du gewesen bist. Ah ja. So, jetzt können wir hier nochmal kurz gucken. Aromastoff. Fasern. Sie hat Gewürze. Sie hat Gewürze. Okay, 15, das ist schon mal immerhin was. Okay, pass auf Mädchen, du hast mir gerade so viele Ressourcen. Das ist mir jetzt gerade so egal, ob mir das jetzt ein bisschen was kostet oder nicht. Du hast ja mehr Ressourcen, als ich tragen kann, ey. Na, pass auf, wir machen mal ein fettes, mega fettes Tauschgeschäft. Einige der Ressourcen kann ich ja dann nochmal umsetzen. Ich finde es manchmal faszinierend, dass die Händler in Neon und Co., die wirklich Handelszentralen sind, ja, meistens nicht das haben, was ich brauche, aber irgend so ein random Außenposten irgendwo in der Pampa hat natürlich deutlich, deutlich mehr. Finde ich immer sehr, sehr merkwürdig. So, nehme ich noch die Trauma-Packs mit, Schiffsteile nehme ich auch nochmal mit, Medipacks nehme ich auch nochmal mit. Und jetzt machen wir mal Verkaufen aus. Wir haben ja hier auch noch ein bisschen was, was ich verkaufen kann. Die Ranger-Klamotte zum Beispiel. Und ich habe hier noch so viele Helme. Weil du, falls du jetzt denkst, dass du das Geld behalten darfst, dann hast du dich aber geschnitten, Mädchen. Wir machen ein schön faires Tauschgeschäft. Und ich werde auch mal endlich ein paar Anzüge und so weiter los. Oh, das war schon. Mehr hast du nicht.
Kannst du mein Schiff reparieren? Wir können sogar Schiff modifizieren hier. Ja, mein Problem ist, wir sind jetzt ein bisschen krass überladen, weil ich habe ja jetzt ordentlich was eingekauft. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Eigene Atmosphäre brauche ich auf jeden Fall, sonst kann ich mich hier echt nicht mehr weiter bewegen. Ich bin mehr als schwer. Gut, das sind nur 400 Meter. Das sollte trotzdem noch überwindbar sein. Einfach nur quer durch. Aber ich bin der Meinung, wir hatten auch schon mal eine Kreatur gefunden. Entweder war es eine Kreatur. Bin mir sehr, sehr unsicher. Oder es war ein Baum. Baum natürlich logischer, aber ich bin der Meinung, wir hatten auch schon mal eine Kreatur gefunden. Wir haben ja halt schon viel in der Richtung gemacht. Alter, ohne eigene Atmosphäre kommst du hier nicht weg. Wirklich mehr vom Fleck. Aber egal, wir haben jetzt schon mal ein bisschen Gewürz. Weil bis ich die ganzen Gewürze, die wir jetzt noch brauchen, gefunden habe. Ja, das wird ein bisschen sehr lange dauern. Und von daher war das jetzt halt natürlich wieder optimal. Ich hatte jetzt auch schon mal in New Atlantis ein bisschen geguckt. Ich hätte jetzt noch mal in Neon gucken können, ob da vielleicht die Handelsaufsicht oder so noch was hat, aber... Das wäre ja dann nochmal was anderes gewesen. Aber egal, wir haben unsere Gewürze und das ist die Hauptsache. Weil mit den Gewürzen kann ich das doch jetzt komplettieren. Hoffe ich mal. Sollen wir nochmal Neura einnehmen? Ist sogar mein letzter Neura, Jack. So. Und dann einmal Gastronomie und hier fehlten jetzt nur die Gewürze. Zack, einmal die drei Gewürze rein da. Jetzt haben wir was Neues gekriegt, okay. Bark der Papiertücher. Okay. Keine Ahnung, ich habe davon 18 Stück. Aromastoff habe ich auch, ist auch nicht das Problem. Fasern haben wir auch erst gesammelt. Wein und Butter hat sich von selbst abgeschlossen. Ausgefallene Rezepte, wieder den Quark, hier haben wir nochmal Gewürze, Nährstoffe dürften wir aber locker haben. Hat sich der Quark auch gleich abgeschlossen, die Eier haben wir auch, Nudeln sind auch nicht das Problem und Bohnen erst recht nicht. Und jetzt hier nochmal Wasser. Hier brauchen wir jetzt wieder Gewürze, Tees. Oh, ich habe 96 Tees. Es ist ja schlecht, ne? Wasser. Pop-Pop Black. Jetzt habe ich die ganzen Pops immer gesoffen. Ah, aber Neura Jack regelt. Wunderbar. Okay, Cocktailschule. Hier nochmal Tomate und Gewürze brauchten wir noch. Und wir haben es fertig. Wunderbar. So ist schön. So ist schön. Gut, es fehlt jetzt eigentlich nur noch. Hier sind noch zwei Projekte übrig. Natürlich sowas wie... Ja, wenn man dann halt weiß, wo man es dann findet, ne? Wenn man es dann halt braucht, dann könnte man das bestimmt über einen Gartenbau und auch mit so einem Zehm-Außenposten jeweils nochmal ansetzen. Dafür brauchen wir dann sogar Müsli-Siebe. Okay. Ja gut, können wir halt nicht machen, weil Zoologie und Botanik halt noch fehlt. Und hier bräuchten wir dann halt die gute Chemie. Mal gucken. Chemie wäre ja auch nochmal ein bisschen interessant. Jetzt können wir uns aber mal austoben. Kombüse? Kombüse? Jetzt? So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Also wir haben maximal von allem. So ungefähr. Schadensresistenz, Energieresistenz, Tragkapazität. Ich gucke jetzt erstmal nur so rein. Weil wir dürften ja soweit alles jetzt herstellen können. Ob wir die Ressourcen dafür haben, ist auch wieder was anderes. Bobazino-Tee, den habe ich damals immer gerne hergestellt aus Aromastoff. Weil er auch nochmal mehr Sauerstoff dazu gibt. Oh, was haben wir hier? Boom Pop Dumite. Der wird nur aus Softdrinks hergestellt.
Eine Minute 30% mehr Nachladetempo. Okay. 30% Bewegungstempo. Und Sauerstoffregeneration. Das ist jetzt schon mal ein bisschen geiler. Die Zeiten sind ein bisschen mies, weil es ist nur eine und drei Minuten. 5 oder 15 wären schon geiler gewesen. Aber okay, gut. Ist schön, Nachladetempo. In der Loge wird es manchmal etwas eng. Aus Kaffee und Butter kann ich sogar Bullet Coffee machen. Aha, 7 Gesundheit und 30% Sauerstoffregeneration. Chai Late. Aha. Okay. Tragkapazität ist auch okay, ist aber auch wieder nur 5 Minuten. Wird aus dem Bourbon und Gewürzen und in Chunchuck. Boah, Alter, wir können so viel kochen. 15 Gesundheit. Mhm. Schadensresistenz. Das kommt mir auch bekannt vor. Was haben wir hier? Mehr Sauerstoff, Schadensresistenz und aber weniger Dings. Ja, okay, gut. Ist in Ordnung. 300 Schadensresistenz, Energieresistenz für 12 Minuten. Das klingt schon mal gar nicht mal so schlecht. Was fehlt denn da? Gastrofreude. Aha. Na, ja, das macht nur Essen. Selbst das hier mit Nudeln und destilliertem Wasser gibt halt EP für 30 Minuten. Ne? Das hatten wir ja auch schon gefunden. War ja auch so ein Rezept, wo ich sag so, ja. Das hier gibt sogar 60 Minuten. Hatten wir das letztes Mal schon? Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon gesehen. Mhm, Schadensresistenz, Tragkapazität. Gehen wir hier zu den Samurai. Hat auch 30 Minuten mehr EP, ne? Wird aus Tee gewonnen. Okay, dafür deswegen... Ah, okay. Den Tee streckt man dann quasi nur mit dem Gewürz und mit dem Pop Cherry. So wie ich das hier mit den Very Heavy Water mache, aus Softdrinks und Spirituosen. Wird halt größtenteilig gestreckt. Ja, den Xeno-Tee, den trinken wir ja schon die ganze Weile. Da gibt aber halt auch nur 15 Minuten lang die 3% EP. Yellow Splash. Ja, okay. Es gibt hier aber so ein, zwei Rezepte, die wirklich OP sind. Also hier gerade das mit dem Nachladetempo. Weil es wird nur aus Softdrinks hergestellt. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns doch mal ein bisschen EP-Essen. Und zwar Essen diesmal. Muss ich das nur mal kurz finden hier. 8 Stück dürften wir davon locker machen. Wir haben rotes Fleisch. Wir haben Gewürze, wir haben Nudeln, wir haben Käse. 8 Stück können wir daraus machen. Die werden zwar auch ein bisschen was wiegen, aber das ist nicht so schlimm. Weil die halten ja einen Ahnung für sich wirklich ewig. 60, das ist eine ganze Stunde. Das ist cool. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal statt die hier, die packen wir dann weg. Machen wir dann mal das rein. So. Na gut, jetzt habe ich den Xeno-Tee weggepackt. Jetzt möchte ich nochmal was herstellen. Und ich hier nicht sogar destilliertes Wasser herstellen? Ja, destilliertes Wasser. Konnten wir aus Wasser und Membran machen. So. Und dann machen wir uns... Mache ich das mal wirklich? Lass mich ja nur Softdrinks. Wie gesagt, Nachladetempo, Bewegungstempo, Sauerstoffregeneration. Ist zwar alles nur für 3 Minuten, aber okay. Hauen wir die Softdrinks mal raus. Hauen wir die Softdrinks mal raus. Warum halbiert er das immer?
Schön, dich zu sehen. Weil es selbst als Softdrink fungiert. Das habe ich erst jetzt gecheckt. Es ist ja selbst ein Softdrink. Ich mixe den Softdrink in einen Soft... Boah. Okay, da habe ich mir jetzt ein bisschen was versetzt. Wollen wir das mal finden hier? Jetzt habe ich nämlich nur noch einen. Jo. Das war jetzt sehr schlau, Turtle. Du hast Softdrinke in einen Softdrink gemixt. Das war sehr, sehr schlau. Brauchst du was? Nee, ich brauche gerade nichts. Ah, vielleicht noch was anderes mitnehmen? Nee, was anderes haben wir jetzt da nicht wirklich. Jeder Tag, den man überlebt, ist in meinen Augen ein Erfolg. Das ist gut. Das ist gut. Wird aus Gewürzen hergestellt. Nebula Watt würde auch noch das Bewegungstempo erhöhen für 12 Minuten. Dein Stil gefällt mir. Butter, Eier, ehrlich, Brot, Quark. Was quarkte Papiertücher? Quark die Papiertücher bedeutet, weiß ich nicht. Aber wir haben noch 8 mal Butter. Dann machen wir den da stattdessen rein. Gibt auch Bewegungstempo. So, dann nehmen wir das jetzt mal anders rein hier. Hoppala. Nee, nicht Notizen. Hilfe. Da ist es. Dann machen wir es so. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt nochmal kurz entmüllen. Dann würde ich aber sagen, das mal hier einmal offscreen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.